In der Bundeslade sind die 10 Gebote. Das heißt, die Regeln, nach denen sich das Zusammenleben der Menschen richten sollte, um Streit, Mord und Totschlag zu vermeiden und auch die Lüge möglichst aus dem Alltag zu verbannen. Man weiß ja die Geschichte, wo Moses vom Sinai runterkam mit den steinernen Tafeln und sagte: Leute, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Jetzt erstmal die gute. Es ist mir gelungen, ihn runterzuhandeln auf 10. Und die schlechte in Sachen Ehebruch lässt nicht mit sich reden. Kaum zu glauben, aber tatsächlich für einen Teller Linsensuppe. Er war so hungrig nach der Arbeit und hat Jakob dann gefragt, ob er eben die Linsensuppe bekommt. Ich finde es ein bisschen fies von Jakob eigentlich. Das war ein sehr ausgekochter, abgekochter Bursche, passt auch zur Linsensuppe insofern, als dass er ihm dann vorgeschlagen hat, pass mal auf, wir machen jetzt ein Geschäft. Du einen Teller Linsensuppe und ich dafür Erstgeborenenrecht. Esau sagt, was nützt mir das Erstgeburtsrecht, wenn ich nicht überlebe vor lauter Hunger? Und damit war klar, das Erbe fiel dann an ihn. Eine Erbschleiche im Grunde. Ganz miese Geschichte. Da sieht man, wo einem der Hunger hintreiben kann. Ich weiß, wovon ich rede. Otto Fischer hat ja so recht. Geh, das Linsensuppe.